Hallo zusammen, das ist Natascha. Ich bin gerade hier bei der Jess, die Reach. Und wir werden jetzt heute über meine Fußballkarriere zusammen reden. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Shoppi Tivoli. Ihr habt gerade Quick Questions mit mir, der Natascha. Sneakers. Bodenständig, hilfsbereit, fröhlich. Jack Daniels. Copa America letztes Jahr. Und dass ich jetzt Tante wurde, bin vor 2 Monaten. Mickey Mouse. Kennen denn die farbigen Brille, wo du einfach so drin springst? Und einfach so ein riesiges Kind bist und dich einfach wirklich wie ein Kind fühlst. Probier es, weil schlussendlich Fehler machen kann man immer. Aber wenn du es nicht probierst, dann tust du es echt bereuen, weil du nicht weißt, wie es rauskommt. Dass ich mega authentisch bin. Natascha, du spielst in der brasilianischen Nationalmannschaft. Wieso nicht in der Schweiz? Das ist eine gute Frage. Ich habe meine Nachwuchskarriere im Fußball in der Schweizer Nazi gemacht. Ich bin dann auch 4 Mal, so viel es mir ist, in der Schweizer A-Nazi aufgeboten worden. Aber ich habe halt schon seit immer, also seit klein auf, den Traum gehabt, halt für die brasilianische Nazi aufzulaufen. Für mich war es schwierig, weil meine Mutter ist Brasilianerin, mein Vater ist Schweizer. Ich stand halt wie zwischen 2 Familien, 2 Herkünften da. Und ja, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin dankbar für alles, was mir die Schweiz geboten hat und was sie mir überhaupt heute noch bietet. Auch ein Kindheitstraum, der eigentlich schon immer seit klein auf bei mir drin war und halt, den ich verwirklichen wollte. Was war so der schwierigste Moment in deiner Karriere und wie bist du mit dem umgegangen? Ich denke, der schwierigste Moment für mich war letztes Jahr. Anfang des Jahres mussten wir so Leistungstest machen. Also wie jedes Jahr, um zu schauen, eben, ob alles gut ist, gesundheitlich. Den Herzrhythmus und alles anschauen. Von heute auf morgen kommt jemand und sagt dir, ja, du hast eine Herzrhythmusstörung und hast so das genannte Syndrom vom langen QT. Eine Krankheit, die eigentlich dazu führt, dass dein Herz einfach aufhört. Also das heisst, dass du einen Herztod eigentlich erleiden könntest. Dann haben mich die Ärzte auch entsprechend darauf aufgeklärt. Das heisst, wenn ich das habe, dass ich nicht mehr Fußball spielen. Und für mich ist gerade wie dort die Welt zusammengebrochen. Also, sie haben gesagt, halt, vor allem in Brasilien darf ich nicht spielen. Für mich hat es geheißen, ja, wenn ich nicht in Brasilien spielen darf, das heisst, ich darf auch nicht in die brasilianische Nazi gehen, das heisst, ich darf nicht an Copa America gehen, das heisst, ich darf nicht an die WM gehen. Und es ist gerade so wie ein bisschen, der Boden unter meinen Füßen ist echt weg gewesen. Niemand hat echt gewusst, durch was ich durchgehe, was ich genau erlebe, wie ich mich fühle. Weil alle haben gesagt, ja, komm, denk positiv und so. Und das ist halt, es ist schwierig in so Situationen. Schon kann denkst du positiv, aber halt so Wörter, so Sätze, die helfen dir in dem Moment eigentlich nicht. Es ist so eine seltene Krankheit, dass niemand genau hat gewusst, was machen wir. Und jetzt, wie gehst du mit dem um? Also wie ist denn alles zustande gekommen? Ich glaube, ich musste durch die Phase gehen. Ich kann das erleben. Also wenn ich so auf das Ganze zurückschaue, weil 3 Monate bin ich im Wart, ich bin eine Athletin und wenn 3 Monate nichts machen, also ich kann wirklich nichts machen, ich kann nicht mal ins Fitness gehen. Nach 10 Tagen, eigentlich für einen Test, wo du eigentlich ein Resultat irgendwie in einem Monat bekommst, habe ich es innerhalb von 10 Tagen bekommen, dank dem Dr. Leandro. 51 Krankheiten getestet und ich habe gar keine. Gott sei Dank. Also es war nichts. Also es war eine Fehldiagnose. Ein kleiner Fehler von einem Menschen hat das ganze Leben durcheinander gebracht. Ja, in dem Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, ja super, ich kann unbedingt, das war im April, ich kann unbedingt im Juli an die Copa America gehen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sorry. 4 Monate out gewesen, nicht trainiert, unfit, nicht gespielt. Und dann bin ich auf Rio gezogen. Das alles hat mir eine Kraft gegeben, so eine Kraft von innen, dass ich meine Beziehung beendet habe, weil dort war ich auch nicht glücklich. Ich habe einfach wirklich alles gesagt, nein, jetzt schaue ich einfach auf mich. Und dann habe ich einen Monat bei Flamengo gespielt, 3 Spiele gemacht und dann hat sich der andere Goalie, der bei Corinthians ist, verletzt. Und der Nazi-Trainer hat mir gesagt, ich will dich mitnehmen. Und dann, ja. Ja, einfach so, ich habe einen Monat trainiert. Ja. Ich war voll unfit. Aber das hat mich eben zu der Person gemacht, die ich jetzt heute bin. Und früher habe ich gewisse Momente halt vielleicht auch nicht genug genossen. Und ich meine, Fußball ist so schnelllebig. Mhm.
von heute auf morgen, es kann so vieles passieren. Deswegen, man muss es einfach heute geniessen, solange man es kann. Man weiß nicht, was morgen ist. Ja, man weiß nicht, was morgen ist. Und deswegen, es ist mir egal, was die Leute über mich denken. Solange ich weiß, wie ich bin, wie ich zu mir stehe. Und am Ende des Tages, wenn ich glücklich mit mir bin, dann ja. Ich muss es schlussendlich sein, nicht du. Das Beste, was du kannst haben. Ja. Was machst du eigentlich neben dem Fußballspielen? Jetzt eben gerade, wo du gesagt hast, wenn du so einen Rückfall hast, weißt du, wenn man sagt, du darfst nicht mehr spielen, du darfst nicht mehr trainieren, was bleibt dir dann noch? Ja, also letztes Jahr vor allem war es so, dass ich wirklich nur Fußball gespielt habe. Also ich habe nichts nebenbei gemacht. Also ich habe mich eigentlich für ein Studium angemeldet an der Fernfachhochschule Schweiz, halt für Ernährung und Diätetik. Aber ich konnte das nachher nicht machen, weil es halt kompliziert war, halt wegen der Distanz, weil ich eine Präsenzpflicht hatte. Und halt von Brasilien schnell in die Schweiz kommen, ist ja nicht gerade so ein Katzensprung. Dann habe ich mich halt später, mal, nachdem das Ganze noch mal passiert ist, habe ich mich dann mit einem anderen Studiengang befasst. Und jetzt schlussendlich im Februar habe ich angefangen zu studieren, jetzt Betriebsökonomie und Sportmanagement. Hast du einen Lieblingsfußballverein? Jetzt, seitdem ich bei Corinthians gespielt habe, bin ich mega Corinthians-Fan geworden. Also wirklich, ich liebe den Verein, ich liebe die Strukturen dort, ich liebe die Fans. Es ist eigentlich recht eindrücklich, wie die Fans sind. Also die haben eine Stimme. Mhm. Und sie wollen auch von denen mega geltend machen. Das ist jetzt der aktuelle Trainer, der war, der ist jetzt heute, haben sie informiert, dass er nicht mehr dort Trainer wird sein. Der ist letzte Woche angekündigt worden. Der hat angeblich im 1987 jemanden in der Schweiz, in Bern, vergewaltigt. Das ist etwas ein No-Go. Die Spielerinnen halt vom Club, also jetzt von Corinthians, von den Frauen, die haben sich auch dazu zu Wort gemeldet. Und wir haben halt immer so einen Hashtag «Respect as Minas», also «Respektiert Frauen». Mhm. Fans auch, und der haben sie jetzt rausgerührt. Also ich weiß gar nicht, wieso der eingestellt wurde. Wie ist so der Unterschied zwischen Frauenfußball und Männerfußball? Ich meine, so Geschichten hörst du jetzt von der Männerwelt eigentlich nie. Frauenfußball ist so etwas eigentlich nicht in dem Sinn. Das ist eigentlich recht. Also es schockiert mich. Und vor allem, es sind so viele Fußballer. Also ich habe auch mega viele Fußballer kennengelernt. Und die haben halt einfach wirklich das Gefühl, die sind die geilsten. Und die müssen auch in dem Sinne, die bekommen jede Frau, die sie wollen. Und sie haben halt keinen Respekt gegenüber einer Frau. Also sie sehen halt eine Frau nur als Objekt. Und das finde ich mega traurig. Und ich meine, wir als Frauen müssen halt immer dafür kämpfen, dass wir halt wirklich als Frau und als Person angesehen werden und wertgeschätzt werden. Und halt gewisse Männer, die haben halt einfach die Wertschätzung halt nicht. Also respektieren irgendwie die eigene Mutter oder beziehungsweise die eigene Schwester schon gar nicht. Also ich glaube, bei den Frauen gibt es weniger eine, die jetzt einfach mal da steht und sagt, oh, ich komme jeden Mal jede Frau über mir, ist egal. Nein, also ich denke, wir Frauen, wir sind schon Naturus. Also sicher hat es eine, die keine Playerin will sein und halt. Aber es ist trotzdem nicht so, dass wir halt etwas forcieren. Wie hast du es geschafft, dich ein bisschen durchzusetzen durch diese Männerdomäne? Ich würde sagen, ich habe immer meinen eigenen Kopf gehabt. Ich bin schon immer, also seit klein, also wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, habe ich wirklich alles dafür gemacht, dass ich dort hinkomme. Auch wenn mir irgendwie Leute auf dem Weg gesagt haben, ja, du wirst es nicht schaffen. Also es hat es recht viel gegeben, also wie Kommentare von wegen, du wirst mit Fußball nie Geld verdienen. Ja, du wirst es nicht schaffen, du wirst nichts mit Fußball anbringen. Mein eigener Vater zum Beispiel auch. Aber schlussendlich, ich habe nicht darauf gehört, weil ich eigentlich meine Erfahrung immer selber machen. Wenn ich auf die Schnur fliege, fliege ich halt. Man lernt daraus. Stehst wieder auf, machst du meine Krone wieder aufrichten und mache einfach weiter.
Was war so der beste Rat, den du je bekommen hast? Meine Mutter ist eine recht inspirierende Frau für mich. Sie hat mir immer gesagt, ich soll meine Träume verfolgen. Und das nehme ich mir mega zu Herzen. Weil sie hat eigentlich alles für mich und meinen Bruder eigentlich aufgegeben, damit wir eigentlich unsere Träume leben können. Deswegen, ja. Sie muss so stolz auf dich sein. Wahnsinn. Also meine beiden Eltern sind mega stolz, dass mein Vater redet. Also greifen sie, er redet nur über mich. Es kommen damit so random Leute zu mir, ja, schön, dass ich dich endlich kennenlerne. Und ich so, hä? So, ja, dein Vater, deine Eltern. Was bedeutet für dich soziales Engagement als Sportlerin? Das ist für mich wichtig. Kennst du Afro Summer Jam? Ja. Ich kann mich jetzt auch dort engagieren, um eigentlich eben die soziale Diversität eigentlich auch zu repräsentieren und halt wirklich Menschen darüber aufmerksam machen, dass halt wirklich das mit Rassismus das halt wirklich ein Thema ist. Und vor allem, es ist mir jetzt halt auch vor allem im Herzen, weil jetzt, seitdem ich wieder in die Schweiz zurückgekommen bin, habe ich halt wirklich gemerkt, dass halt es anders ist. Und das ist halt etwas, auch etwas, was mich da stört. Deswegen würde ich mich dort gerne auch engagieren, um halt wirklich dort eigentlich auch etwas beitragen können. Wie gehst du mit dieser Verantwortung als öffentliche Person um? Verantwortung? Das ist jetzt schwierig. Also, ich sehe mich ganz normal als normale Person. Also, ich bin jetzt nicht jemand, wo gerade, wenn ich an einen Ort komme, hey, ich bin Natascha, ich spiele Fußball, ich bin dies, das und tue mich gerade irgendwie von der Nase, kann ich schaue gerade nachher auf jemanden herab. Das mache ich gar nicht gerne. Also, ich bin eher eine Person, ich bin mega bescheiden. Also, wenn ich irgendwann komme, ich sage nicht mal, wer ich bin, ich sage nicht mal, was ich mache. Und dann irgendwann am meisten später, ja, wieso sagst du nicht, dass du Fußball spielst? Dies, das. Und das bin einfach nicht ich. Also, es sind meistens meine Kollegen, die irgendetwas sagen. Aber ja, ich bin auch recht bodenständig, wirklich. Also, und ja, also ich lerne eben gerne Leute kennen, halt, wie sie sind und nicht aufgrund von was sie sind. Mhm. Für mich ist das halt, das spielt keine Rolle, weil ja, weißt, schlussendlich wollte ich dich als Person kennenlernen, wie du von innen aus siehst und nicht halt von außen und von deinem Glamour und keine Ahnung was. Schön. Magst du dich noch an deinen schönsten Moment in deiner Karriere erinnern? Also für mich der schönste Moment war jetzt eben letztes Jahr Copa America. Halt, die Medaille und halt der Pokal hat für mich halt so vieles bedeutet, halt, dass ich es geschafft habe, dass ich überstanden habe. Die Krankheit, die sie mir eigentlich gesagt haben, die ich habe. Es ist für mich wirklich so, ich kann brüllen. Es sind so viele Emotionen durch meinen Körper gegangen. Halt, in dem Sinne zu wissen, so, oh mein Gott, vor einem Monat war ich einfach nicht am Trainieren. Jetzt bin ich Copa America-Siegerin mit der Nationalmannschaft, mit der brasilianischen Nationalmannschaft. Und ja, es ist, also wenn ich jetzt davon rede und wirklich zurückdenke, es ist für mich wirklich so ein Pokal gewesen, halt von etwas überstanden zu haben und halt wirklich meine Mutter auch gewidmet, die in dem Sinne halt wirklich daran glauben und halt wirklich, wenn man fest an etwas glaubt, dass wirklich alles möglich ist, dass man es schafft. Wie bereitest du dich vor einem wichtigen Spiel? Also ich habe eigentlich voll die Routine, dass ich am Abend, am Vorabend nichts mache. Also allgemein schaue ich darauf, dass ich mindestens 8 Stunden schlafe. Dann am Tag vom Spiel selber, am Morgen stehe ich auf, dann gehe ich meistens etwa eine Stunde mit meinen Hunden laufen. Halt einfach eben frische Luft, ein bisschen Bewegung, um mich eigentlich aktivieren, zum wach werden. Ein gutes Frühstück, viel Musik hören, ein bisschen viben. Was hörst du für Musik? Es kommt immer auf den Tag drauf, aber heute zum Beispiel bin ich recht die ganze Zeit Afrobeat am hören. Heute bin ich wirklich so, so richtig mit einem guten Fuß aufgestanden. Wer ist deine Lieblingsfußballspielerin oder Fußballspieler? So ein bisschen dein Vorbild? Es ist gerade lustig. Also ich habe zwei Goalies mega gern. Ja. Den Manuel Neuer und den Jan Sommer. Hast du ihn schon getroffen? Nein, noch nie. Ich würde sie gerne mal treffen. Also ich würde einfach gerne mal den Austausch haben mit beiden. In dem Sinne halt über Goalie. Spezifisches Zeug zu reden, halt auch eben über so Ritual oder wie sie halt mit Druck umgehen, mit bei wichtigen Spielen. Hast du als kleinen Tipp noch für die Ladies und die Jungs da außen, wenn man jetzt noch ein paar Kilo vor dem Sommer loswerden möchte, gibt es da irgendwie noch eine spezielle Übung oder etwas, was man ernährungstechnisch beachten muss?
Also ich denke sicher mal, Ernährung spielt eine sehr wichtige Rolle. Also vor allem eben, wenn man fitttechnisch etwas verlieren möchte. Also ich denke sicher mal Disziplin. Aber ich denke, recht viel kann man mit der Ernährung machen. Also eigentlich sicher 80%. Also man sagt ja die 80-20-Verhältnis eigentlich in dem Sinne halt gute Ernährung. Und dann kann man halt auch eben so sündigen eigentlich in dem Sinne. Aber es ist halt immer in dem Sinne in Massen. Und sonst halt einfach eben sich sportlich betätigen, wenn man halt schon anstatt eben den Bus nimmt, halt laufen tut, dann tut man ja eigentlich den Körper Kalorienbedarf eigentlich auch in dem Sinne erhöhen. Und sonst, ich meine, falls du Kollegen hast zum Sport machen, am besten gehst du mit dir ins Fitness oder sonst halt irgendwie sportliche Aktivität und dann ja, und sonst rufst du mich. Kommen sehr gerne drauf zurück. Hey, mega cool gewesen, Natascha. Danke, dass du da warst. Wahnsinnig inspirierend. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Ist dir alles Gute? Im Juli geht es ja bei dir los, gell? Ja, jetzt im Juli findet ja die WM statt, in Australien. Also, das ist mein grosses Ziel, um nicht dabei zu sein. Ich gebe mein Bestes, in dem sind Trainings und dann schlussendlich eben, was alles in meiner Macht ist, werde ich machen. Und dann kommt es dann schlussendlich eben auf die Nationalmannschaft drauf an, die dann eben die besten Spielerinnen halt auswählen, die halt in dem Moment am besten für das Kader passen. Und dann ja mal schauen. Also wir drücken ganz fest rum. Meine Welt. Wie sie mir gefällt. Shoppe Tivoli. Tschüss.